Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Bibi Challenge. Und jeden Moment müssten die Kinder nach Hause kommen. Und es müsste jemand dann eigentlich gealtert werden, so wie ich das mitbekommen habe. Die beiden großen Kinder, in Anführungszeichen. Also, es gibt auf jeden Fall Schulprojekte. Das ist geil, geil, geil. Okay. Jawohl, Sarah. Okay, die beiden sind Zweierschüler geworden. Warum? Stopp! Ein Kind, hier, dieses Kind hätte doch eigentlich... Wieso hat sie das nicht geschafft? Warum hat sie das nicht geschafft? Das finde ich unfair. Aber immerhin Sarah kann gealtert werden und das ist ja schon mal ein Anfang, ne? Deswegen nehmen wir einen Kuchen und lassen Sarah altern. Und dann können wir auch schon uns direkt in den Create a Sim begeben. Und ja, ich stelle mal eben... zwei Projekte schon mal auf. Und dann schauen wir mal, was aus der süßen Maus wird. Oh, ich denke, ich werde dir wieder eine kurze Frisur geben. Weil, I don't know. Oh, nicht kokett. Die Frisur ist auch süß, die sie hat, aber mal gucken, was ich mache. Und sie hat das Bestreben Strandleben. Geburtstagsherzen bitte. Und dann geht's ab. Sie hat ihr Projekt beendet, das ist schon mal sehr, sehr gut. Sie ist auf einem guten Weg, würde ich behaupten. Oh, unser ökologischer Fußabdruck scheint ziemlich gut zu sein. Also ich meine, wir sind ja fast voll bei der grünen Leiste. Cool. Wisst ihr übrigens noch, wo dieses T-Shirt hier entstanden ist? Ich denke, ich verlinke das einfach mal in der Endcard später. Weil, auch wenn das Video schon eine Weile her ist, ich finde es immer noch ganz gut eigentlich. Viel Spaß euch in der Schule. Ich hoffe, ihr bringt gute Noten nach Hause. Oh, unsere Tochter schaut, ob alles in Ordnung ist bei uns. Das Outfit ist zwar ein bisschen wild, aber ja, ich hoffe, dass sie zufrieden mit uns ist, ne? Mein Geburtstag ist schon ziemlich lange her, to be honest. Was ist dein Problem? Wieso rufst du mich erst jetzt an? Hallo? Wir haben immer noch keine umweltfreundlichen Geräte. Boah, mein Gott, ey. Als ob das jetzt so krass schlimm wäre. Ja, jetzt hat True es geschafft. Und die anderen beiden auch. Nice. Dann haben wir drei Geburtstage, ey. Hardcore. So, und du bist Frühling. Du möchtest deinen Seelenverwandten finden. Und du bist Kind der Inseln. Du möchtest eine erfolgreiche Abstammung haben. Zieht einen Regenbogen über sich. Süß. Ja, endlich feiern mal alle mit hier. Wuhu. Und sie ist ein Recycling-Fan und möchte Staatsfeindin werden. True ist jetzt eine Magierin. Du kannst dir ihr Zauberbuch ansehen, indem du ihre Vorteilsleiste öffnest oder auf den Button in diesem Fenster klickst. Ab in den Create a Sim und die drei umstylen, würde ich mal sagen. Thank you.
Okay, die ganzen Leute versuchen jetzt an ihren Fähigkeiten zu arbeiten. Mal gucken, wie gut das funktionieren wird. Ja, ich glaube, das funktioniert nicht mit dem, dass das hier irgendwie irgendwas levelt. Das ist sehr, sehr schade, to be honest. Schön friedlich sieht's hier aus, würde ich mal behaupten. Also ich meine, hier arbeiten die Kids und da auch. Und ja, wir haben noch Besuch von ihr und sie möchte die ganze Zeit backen, aber irgendwie funktioniert's anscheinend nicht. We love it. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass die ganzen Kinder gerade auf einem sehr, 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 sehr guten Weg sind. Und in der nächsten Folge können wir dann vielleicht endlich mal wieder ein Baby machen mit jemandem. Denn vielleicht ziehen dann schon die ersten Kinder aus. Vielleicht ziehen auch alle aus. Vielleicht schaffen alle das in einem Tag. Man weiß es nicht. Also, beziehungsweise alle Teenager. Das wären halt 4 Leute, die einfach mal ausziehen. So. Und das wäre halt schon nice. Vielleicht könnte man dann mal wieder Drillinge bekommen, weil das wäre schon cool, weil es ist schon ziemlich lange her, dass wir Drillinge bekommen haben. Mal schauen, was die Zukunft so bringt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!